willkommen beim Tasting Nerd. Diese Woche ist eine ganz besondere Woche. Ich habe nur 18-jährige Whiskys und wie ihr seht, ich sitze auch nicht zu Hause und ich bin auch ein wenig besser angezogen, denn diese Woche läuft in Kooperation mit The Speyside Vault. Die könnt ihr, glaube ich, mittlerweile sogar schon auf Instagram finden. Wenn nicht, bleibt mal gespannt. Und es ist also die Legal Age of Whiskey Woche. Das ist das Motto diese Woche. Und ja, anfangen möchte ich mit einem Glen Grant. So, Glen Grant kannte ich eigentlich immer nur den ganz normalen Standard-Whisky, den gab es in jedem Supermarkt. Und irgendwann haben die auch mal angefangen, die hochwertigen rauszubringen. Ich habe mich da aber nie so richtig rangetraut, weil bei mir immer noch das Image von diesem Supermarkt-Whisky da war. Da war ich vor ein paar Jahren auch schon mal in der Destillerie, habe die besucht. Das war auch echt nett und die haben auch einen tollen Shop. Und selbst da habe ich nur so eine Sonderedition gekauft. Die Skepsis hat überwogen. So, aber diesmal habe ich hier den 18-Jährigen. Und der hat 43 Volumenprozente und der ist in Bourbonfässern gelagert. Und wie ihr seht, der ist auch sehr hell. Also ich glaube, vor dem weißen Hemd sieht man das sehr gut. Das ist also eine helle Goldfarbe. Und ja, das kann auch sein, dass da schon ein paar Refill-Fässer mit dabei sind. So richtig draufstehen tut es nicht und in der Beschreibung ist es auch nicht drin. Da bleibt nur mutmaßen. So, für alle, die es interessiert, der kommt also in so einer schicken Box auch daher. Das macht auch nochmal was her. Und die Flasche selber, die ist schon echt schön. Also da kann man nichts sagen. Ist ja auch ein toller Whisky, 18 Jahre, das ist ja für viele auch schon mal die Referenz. So, wollen wir mal sehen, wie deine Nase ist. Eine unheimliche Vanillenote. Und eine schöne Süße, also nicht zu viel. 43 Volumenprozent sind da eher sogar verhalten. Jetzt nicht, dass da irgendwas in der Nase pieken sollte, aber ja, da fehlt auch nichts, aber die sind schon eher im Hintergrund. Und, also es ist auch ein tolles Aroma. Jetzt habe ich da mehr so ein bisschen Honig mit dabei. Also das finde ich sehr interessant. Und ich glaube, dabei bleibt es auch. Wollen wir mal schauen, wie er schmeckt. Holla. Oh, das ist ein Ding. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal war die Süße da. Nochmal so ein Vanille-Boost eigentlich. Da ist Karamell, da ist Würze. Da sind jetzt auch die Eichennoten. Muss aber sagen, für 18 Jahre nicht so sehr, wie es sein könnte, aber nicht sein müsste. Also der ist unheimlich. Jetzt ist auch noch ein bisschen mehr Würze in der Nase, ganz klar. Jetzt habe ich natürlich den Mundraum auch voll damit. Ja, also jetzt riecht er auch noch mal viel voller und hat viel mehr Körper. Ja, auch so im Glas, der ist schon ölig, ist auch wirklich samtig, aber die 43%, die sagen jetzt auch hallo. Also das ist, es ist ein toller Whisky, der hat eine schöne Süße, eine ordentliche Länge, der hat eine prima Würze. Also das ist wirklich, wirklich ein Knaller, möchte ich sagen. Mit 18 Jahren, doch, der ist super. Zum Preis, der liegt, ja, wenn ihr so ganz viel Glück habt, werdet ihr ihn so in den unteren 80ern finden. Der geht also hoch bis knapp 100, habe ich das, glaube ich, gesehen. Also zwischen 80 und 100 solltet ihr den eigentlich irgendwo bekommen können. Ist es auf jeden Fall wert. Ist ein unheimlich guter
Whisky. Ich glaube, ich muss meine Abneigung Glen Grant gegenüber nochmal überdenken. Gut, das war's von mir aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schreibt mir doch gerne mal einen Kommentar, wenn ihr auch schon mal getrunken habt und das irgendwie anders seht oder genauso seht. Das würde mich wirklich interessieren. Gerne auf Instagram oder auch auf YouTube, also hier. Und wenn ihr mich abonniert auf beiden Kanälen, dann verpasst ihr auch kein Video vom Tasting Nerd. Bis dann!